Dann werden wir mal weiter mal hier. Aufklauen haben wir. Dann kalken wir mal weiter. Und dann hoffen wir, dass der Händler in der Zwischenzeit auch den Mulch gebracht hat. Weil den hat er auch gehabt. Der hat versprochen, dass er mal bringt. Genau. Oh, ihr seid ja auch schon alle da. Habt ihr auch so gut geschlafen? Na, da ist ja alles klar. Ich heiße euch wieder recht herzlich willkommen auf meinem Kanal Pat7575. Ja, heute wieder im LS22 auf der wunderschönen Alec Petrus. Seid bereit, seid wieder zu allen Schandtaten bereit, die wir heute mit euch anstellen wollen. Besser gesagt ich. Ja, danke sagen wollte ich auf alle Fälle allen lieben Abonnenten, da ist noch feucht, die mir treu geblieben sind, allen Abonnenten, die dazugekommen seid, oder die ihr dazugekommen seid. Danke, danke, danke. Ich weiß es nur leider den Namen nicht mehr. Ich glaube, Micha war's. Der hat abonniert und geschrieben. Danke für den Mod oder so. Ich habe leider nicht antworten können in den Kommentaren. Keine Ahnung warum. Ja, ich müsste halt noch wissen, was für einen Mod du meinst. Aber auf alle Fälle schon herzlichen Dank. Genau. Ich weiß nur Namen jetzt nicht mehr auswendig. Leider, tut mir leid, aber ich... Jetzt mal er weiß, wer angesprochen ist. Ja gut, hier werden wir jetzt weitermachen. Wir müssen jetzt die Felder noch fertig kalken. Und ja. Fertig kalken. Wir müssen mulchen. Wir müssen noch düngen. Wir müssen pflügen. Wir müssen kuppern. Wir müssen Saatbeet anmachen. Ja, wir müssen sehen. Da steht uns ein ganzer Haufen Sachen bevor. Also von dem her, gehen wir es an, lassen wir es sein. Ja, genau. Ja, es sind die neuen Texturen. Die Heilig Petrus ist schon wieder ein neues Update eingereicht. Wir sind gespannt, wann es kommt. Die Texturen hier vom Mais, ihr seht, es sind ein bisschen anders als bei euch noch. Ist eingereicht jetzt. Wir hoffen, dass es bald rauskommt, das Update. Dass auch ihr die neuen Sachen habt. Es ist eigentlich nur der Mais etwas enger zusammengesetzt. Und unten ja ein bisschen Gras oder ein bisschen Unkraut dazu gemacht. Mehr ist es nicht. Aber schaut halt richtig gut aus. Dann sind noch kleinere andere Sachen dazu gekommen. Überraschungen. Genau. Die Sache mit dem Sammelstück, wo es nicht funktioniert hat, ist gefixt worden. Dass man wieder jetzt da praktisch buddeln kann, sage ich jetzt mal grob. Genau, also freut euch, das Update ist eingereicht. Es hängt halt jetzt vom Giants ab, wann es kommt. Und ich bin jetzt hier am Kalken und das ist fein. So soll es sein, sage ich jetzt mal grob. Für den 100er Fendt, muss ich jetzt ehrlich sagen, habe ich jetzt eine andere Schaufel geholt. Schaut erstens besser aus und zweitens mal, ja, die andere Schaufel hat man eigentlich im Prinzip, ehrlich gesagt, überhaupt nicht getaugt mehr. Es war eine nice Idee, das mit den Spitzen und so weiter, aber ihr habt es ja gesehen. Es ist nicht ganz so gut, sage ich jetzt mal grob. Mag keine Sicht bei den Paletten, mag keine Sicht bei den Ballen. Und ja... Schwer ist er auch ohne Ende. Ihr habt ja das gesehen, was los war. So, da müssen wir gucken. Gehen wir davor aus, eventuell, wenn wir überhaupt noch mal auffüllen müssen, das sehen wir dann. Dann müssen wir ja das wieder in den Hänger reinmachen, dann das Kalk, weil liegen lassen kann ich es nicht hier. Gut, könnte ich jetzt schon, bei uns in der Gegend machen sie es, die lassen das... Ja, wie soll ich sagen, teilweise monatelang liegen den Kalk. Wissen überhaupt, teilweise sogar jahrelang, bis sie den Kalk überhaupt ausbringen. Ja gut, aber ich werde eventuell ein Silo neid tun. Es ist praktisch, dass die Felder alle nebeneinander liegen. Genau, ich werde ein Silo reinhauen dann. Werden wir halt dann den schnell einfüllen. Wie lässt sich dann immer was übrig bleibt. Sind ja bloß noch ein paar tausend Liter. Genau. Und ich glaube jetzt nicht, dass da noch viel übrig bleibt.
Ich habe jetzt hier die Hälfte verbraten. Ja, man sieht es hier. Also viel ist es wirklich dann nicht mehr. Ich hau den Rest in den Kalkstreuer rein dann. Kalk mal die Wiese mittendrin mit. Vielleicht werden wir sie irgendwann mal abernten. Müsste eigentlich gehen, dass wir die Wiese mittendrin auch mal mähen. Weil dann haben wir nämlich auch ein bisschen was für die BGA und für die Viecher. Also von dem her wäre doch nice. Gut, viel ist es nimmer, genau. Machen wir mal die Außenansicht noch mal schnell rein, was wir vergessen haben. Ja, jetzt sind schon die ersten Gerüchte wegen LS25 und so weiter raus. Also, ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das auch wollt oder nicht, was ihr dazu sagt. Also angeblich soll er jetzt im November kommen. Genau, also von dem her lassen wir uns überraschen, würde ich sagen. Ich hatte doch hier die Bodenbrummen gekauft. Okay. Dann werde ich die mal anschaffen, dass die kommen. Ich hatte gedacht, ich habe sie schon gekauft. Habe ich mich vertan, aber ich werde es jetzt nicht selber machen. Kaufen wir sie einfach kurz. Genau, dann passt es. Gut, dann werden wir dann den Rest jetzt noch reinhauen. Ja, ihr seht es, ich habe eine andere Schaufel genommen. Genau. Ist einfach eine kleine, schöne Schaufel. Hat Kapazität von ca. 850 Liter. Passt perfekt, finde ich. Schaut gut aus. Hinten mit dem Gewicht auch gut zu fahren. Man muss trotzdem noch vorsichtig fahren. Aber es ist nicht mehr so krass wie früher. Wie gesagt, man muss trotzdem noch vorsichtig fahren. Aber man kann jetzt ein bisschen anders fahren. Man hat mehr Sicht auch. Ich finde, das ist jetzt viel schöner, viel nicer. Genau, hat mehr Sicht und passt auch besser zu dem Schlepper hier. Der andere Schaufel hat nachher einen Lab geholt, aber die geliefert schnell, genauso wie er wahrscheinlich den Mulcher dann, wie wir ausgemacht hatten, draufgesetzt hat auf dem Hof. Er merkt es mit dem Kalk, er ist trotzdem noch schwer, aber gut, das Gewicht hinten ist dran und von dem her passt das eigentlich. Ich hoffe, dass es vielleicht reingeht hier, weil ich hatte 10.000 Liter geholt. Und 6 hatte ich ja schon aufgefüllt. Also müsste jetzt nur vorwärts, rückwärts sollte man fahren. Rückwärts habe ich gesagt. Müsste jetzt eigentlich schon hier jetzt hinhauen. Vielleicht brauche ich es ja gar nicht in Silo einfüllen. Aber er schaut ziemlich voll aus. Jetzt kann man sie heben, ohne dass er sich hebt und senkt, also von dem her. Ja, ein bisschen passt noch rein, da bin ich ja gespannt jetzt. Wenn wir Glück haben, sind vielleicht bloß ein paar Liter. Genau,
Oh, vielleicht muss ich nur noch mit dem zurückfahren. Da sind bloß ein paar Liter. Ich bin jetzt gespannt. Wenn ich Glück habe, passt es rein. Wenn ich Pech habe, muss ich nochmal fahren. Gut, dann muss ich nochmal fahren, aber das macht jetzt auch nichts. Wir werden wahrscheinlich bloß noch so 100 Liter sein, aber gut. Bringen wir das gleich zurück. Wir sehen jetzt, man hat jetzt hier, er geht immer noch ein bisschen, man muss trotzdem noch vorsichtig fahren, ist ja klar. Er hat vorne einen ganz schönen Hebel. Deswegen werde ich ihn jetzt nach unten nehmen. Aber man hat jetzt auch eine ganz andere Sicht nach vorne. Schauen wir mal, ob ich das in unser Lager einfüllen kann. Wäre natürlich geil. Jetzt steht da der Hänger. Mal den Hänger ein Stückchen vorziehen oder zurückziehen, je nachdem. Die Luke wäre offen. Ich probiere es. Gleich schaffe ich es. Ohne dass ich den Hänger machen muss. Ja, schaut doch hin. Voll über die Deichsel drüber. Oh, das kann man abwischen oder abdampfen. Passt perfekt. Dann holen wir den restlichen Kalk auch noch, dann schütteln wir ihn noch rein, weil der andere kann dann im Kalkstreuer drin bleiben. Mal macht was nicht. Überlegen, aber das kann ich immer noch machen, weil der sonst eigentlich den Kalkstreuer verbappt. Ich weiß, normalerweise nimmt man raus, ja, nicht ganz 200 Liter, das passt. Ich bin aber überlegen, soll ich es rausnehmen, soll ich es nicht rausnehmen. Aber wie gesagt, der Kalkstreuer, den Kalkstreuer sonst verbappt und verdreckt und eventuell das ganze Werk alles kaputt geht, und das wollen wir ja nicht. Nur unnötige Wartungskosten. Jetzt wäre jetzt nicht so schlimm, wenn wir jetzt den da rausholen würden. Gut, dann würde ich jetzt sagen, stellen wir ihn jetzt mal hierher. Lassen ihn jetzt einfach mal hier stehen. Holen schnell den anderen Schlepper. Dann kann ich mir sie immer noch überlegen, ob ich dann quasi den Kalk rausnehmen oder nicht. Aber sinnvoller wäre es. Ich laufe außen rum. Und dann beide vorbei. Muss ich nicht so wie hüpf machen. Jetzt mal überlegen, ob ich jetzt gleich dünge oder ob ich später dünge. Erst beim Mulchen, dass der Kalk weg ist. Oh, er läuft noch. Okay, ja gut. Ob ich ihn dann Dings, wie gesagt, gleich düngen soll oder ob ich
erst mulchen soll. Und dann würde nämlich der Dünger auch gleich mit runter gehen. Jetzt ist die Frage, kann ich da rein direkt abladen oder nicht? Ich hätte mehrere ausholen sollen. Zu spät. Geht gemerkt, dass die einfach kommt. Da er eh einen Wendekreis hat wie ein Panzer, wie ein Tanker. Panzer hat ja fast auf der Stelle. Gut, ihn stelle ich jetzt mal einfach hierher. Ihn stelle ich einfach mal hierher. Und dann kann ich ihn ausleeren dann noch. Geht das jetzt hier auf die Schnelle? Würde auch so gehen. Perfekt. Gut, dann wasch links vor hinten, dann schieben wir ihn rückwärts zurück. Können wir nämlich den Kalk, wenn es ist, nochmal fertig entladen. Können wir ihn waschen und stellen wir weg gleich. Machen wir es so. Mal auch gleich die neue Palettengabel ausprobieren. Wasch mal den gleich ab hier. Ein bisschen blöd hier. So, abwaschen. Räum's Werk. Na? Wenn wir ihn gleich, wie gesagt, hier rein, wieder wohin gehört. Ja, Rest und so haben wir leider noch nicht. Nur nicht so viel, dass man hier nehmen könnten. Genau. Nur noch schnell den Kalk weg. Und dann können wir auch gleich die neue Kabel ausprobieren. Allerdings kann man auch umbauen zum Spieß, zum Ballenspieß. Und jetzt nehmen wir die Palettengabel,
Die war auch wieder ganz anders als vorher. Also die Entscheidung war schon besser. Genau. Ich hoffe bloß, dass das hinhaut, was ich mir jetzt vorstelle. Uiuiuiui. Naja. Wieso geht er jetzt da so in die Höhe? Bei 1000. Ja, es ist eine Tonne, aber trotzdem. Na gut, die Schaufel vorher hatte bloß 800. Ja, das sind 250 Kilo weniger, aber das haut hin. So wie ich mir das vorstelle. Na gut, er ist nicht der Größte, gell? Er ist nicht der Größte. Ein Kalb ist nicht gerade schwer. Nicht gerade leicht, nicht gerade schwer. Kalb ist nicht leicht. Wenn man das jetzt so macht, geht es wieder anders. Ich habe es nur verkehrt angefangen, aber jetzt geht es geht trotzdem. Das passt. Ich kann den da hier einfüllen. Dann haben wir das hier in der Silo drin. Und dann kann ich es jederzeit auch wieder aus dem Silo rausholen. Ja, es ist eine Tonne. Kalt, glaube ich, ist eine Tonne. 1000 Liter. Wo ich hinten eigentlich ein Gewicht dran habe. Ihr merkt jetzt. Wenn ich langsam mache, geht es. Genau. Na? Ja, ja, so ist das. Ja, es ist ganz unterschiedlich, wie man das aufnimmt und wie das es nimmt. Also von dem her. Wir sehen es, je nachdem, wie man es aufnimmt, nimmt das hoch. Aber ja, es funktioniert. Na, Rückwärtsgang rein. Ich finde es gut, dann ist es gleich aufgeräumt, der ist sauber, verkalkt nicht, verdreckt nicht. Dann kann nichts passieren. Die Silo ist ja gut aufgehoben. Ja, jetzt habe ich natürlich verschoben, gell? Werde ich schon irgendwie machen, jetzt da. Ah, es sitzt halt Luft. So kann man jetzt arbeiten. Ich glaube, jetzt haben wir es so, wie wir brauchen. Das passt jetzt. Den kann man dann, wie gesagt, zum Ballenspieß umbauen. Auch man muss die Palettendinger wegnehmen. Und die wieder hinsetzen, dann passt es. Gut, den lassen wir jetzt erstmal dran. Weil ich habe gesehen, dass der Mulch ja ist, dann stellen wir den einmal weg hier.
Gut, dann ist der auch soweit. Ah, dann habe ich, wie gesagt, gesehen, dass der Mulch auch schon da ist. Der war da auf der Seite gestanden. Dann werden wir mal zum Mulchen anfangen. Hier steht der Mulcher, hat er mal hergestellt. Hat er mit Petersen noch ausgemacht, dass wir da noch einen schönen Mulcher kriegen. Das habe ich gar nicht gewusst. Der hat mich bloß angerufen. Zack, da ist er. Und fertig. Na. Oh, oh. Ich glaube, den können wir vorne dran tun. Boah. Geht nicht. Muss ich erst das Dings wegtun. Das Dreieck. Müssen wir noch Dings anschließen, ne? Braucht eigentlich keine Hydraulik. Gut, dann würde ich sagen, ab zum Feld. Haben wir das noch kaum über die fahren. An nirgends O-Gängern. Und wir sind doch jetzt vorne ziemlich lang. Dann wollen wir einmal durchfahren und die Mulchen hier. Eigentlich wollte ich ja noch, ja, wir sind Mulchen. Muss ich jetzt doch hinten dran machen oder wie? Ja, muss ich doch hinten dran machen. Normalerweise geht da vorne auch, was ich im Kopf habe. Ich werde hinten dran mal machen. Ja, dann tun wir halt hinten dran. Er macht was? Ja, macht's. Okay, aber durchs Kalten wird's nicht angezeigt. Okay. Ja, okay. Aber er macht was. Schauen wir mal ins Tablet schnell rein, ob er da was anzeigt. Normalerweise müsste das anzeigen. Was gepflügt ist es nicht, abgeerntet ist es. Unkraut wurde gemulcht. Ja. Hier zeigt er an, wurde gemulcht, dann passt es. War sehr bescheiden zu sehen, aber naja, werden wir schon hinbringen. Wir haben das GPS drin. Jetzt fahre ich mal erst rum. Hier können wir das GPS einkalibrieren, würde ich sagen. Dafür haben wir es ja drin. Einmal die Breite ermitteln. Mhm. Wird 90 Grad, schätze ich mal, sein. 90 Grad. Genau.
Und ab geht's. 90 Grad und weiter geht's. Ab geht's. Ich glaube, ich werde gleich wieder durchfahren. Das Gras hier möchte ich jetzt nicht ganz mitnehmen. Hier sehen wir es besser. Hier geht es besser weg. Da brauche ich eigentlich gar kein Vorgewende fahren. Das machen wir jetzt gleich so hier. Kommen wir jetzt hier einmal ungefähr in die Mitte rein. Fahren hier einmal zurück. Die kann man dann hier im Kreis fahren. Hier sehen wir es besser. Hier ist das eine Vorgewende ganz gut gewesen. Dann nehmen wir doch ein bisschen die Wiese noch mit. Wollte ich jetzt zwar nicht, aber okay. Wächst ja wieder. Hier müssen wir bloß wieder aufpassen, habe jetzt kein Vorgewende gemacht. Boah, GPS ist für sowas schon praktisch dann. Was ist jetzt mit dem Hintergrund los? Mal kurz einstellen, Entschuldigung. Jetzt passt es wieder. Und gut, jetzt bin ich drüber gefahren. Naja. Ja, manchmal passt es sofort und man muss die ganze ganze Videoschnitte nichts machen. Manchmal passt es überhaupt nicht. Das ist total unterschiedlich. Hey, hallo? Ich habe die Bahn nicht angenommen. Jetzt hat er's. Jetzt passt es wieder. Ihr wisst es, ich nehme euch zu den ganzen Sachen mit, manchmal mehr, mal weniger, es kommt immer darauf an, auf wie viel es zu machen ist. Aber meine Videos sind halt so, dass ihr die Arbeiten alle teilweise mitkriegt, komplett. Genau.
nicht anders und so, so ist es. Und manchmal bin ich halt auch eine Stunde auf den Feldern unterwegs, was ich natürlich vermeide. Aber auf der Untergrießbach geht es oft nicht anders. Hier, wenn ich ein größeres Feld habe, ja. Und jetzt habe ich hier drei Felder auf einmal. Also wäre ich ja blöd, wenn ich dann umhängen neu mache und nicht alles gleich durchziehe. Nicht ein paar Sachen machen kann. Wäre ja echt auch nicht so. Läuft doch. Hier sind wir es besser. Wenn ich nochmal gedüngt hätte, hätten wir es nochmal besser gesehen. Ja, es dauert halt seine Zeit. Ja, ich bin fast am Überlegen, ob wir nicht erst noch schnell rüberfahren und Saatgut und das holen. Oder haben wir ja es geholt? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Aber ich hatte mal geholt, weil nicht, dass wir dann dastehen und nichts mehr haben. Na. Jetzt steht da genau der Busch im Weg. Schauen wir mal, wie weit wir rankommen. Klappt doch.
Ja, da kann ich dann schon durchziehen noch. Funktioniert doch auch mit den Büschen. Hier mal schnell mitmachen. Dann auch können wir wieder durchbauen. Läuft. Passt doch. Ja, viel zu sagen ist im Moment eh nicht. Ihr seht das, ich ziehe meine Runden. Ich ja, genieße es einfach auch mit euch hier auf der Karte. Wie immer. Und es sind halt Arbeiten, die gemacht werden müssen. Und deswegen
Von dem her, die gesummt, was soll ich sagen, die Karte hat ja, kriegt ihr Update. Habt ihr auch alles wieder drin. Die Burgenlandkreis hat ein Update bekommen, auch von den beiden Jungs hier, vom Norman und vom Peter. Genau. Eventuell kommt noch eine dritte Map. Da müssen wir jetzt gucken, ob wir sie hochladen. Aber gut, das ist jetzt keine wie hier die Halleck-Petrus oder die Burgenlandkreis. Das ist eine Überraschung dann. Der Norman und ich sind im Moment am reden, laden wir sie hoch, laden wir sie nicht hoch. Ist aber eher was für Modder. Genau. Die wo Fahrzeuge modden, mappen, konvertieren. Und ja, wenn sie kommt, werden wir euch informieren. Ansonsten lasst euch überraschen, ob sie kommt, was kommt. Genau. Ja, viel machen kann man jetzt hier nicht. Man muss halt jetzt die drei Felder mulchen. Man muss die drei Felder noch düngen. Man muss die ackern. Besser gesagt pflügen. Man muss sie gruppern und. Also ist noch ein Haufen Arbeit. Und ihr wisst es ja, ich werde es nicht übertreiben, aber bei vorwiegend vielen Sachen seid ihr dabei. Wäre das mal lustig dann, wenn ich das ganze, die drei Felder pflügen muss. Mit unserem 4 oder 5 Schau, was das ist. Dann am Brust Mahlzeit. Da bin ich ein bisschen beschäftigt dann. Und das geht ja wieder, weil der Flug, glaube ich, hat irgendwas um die 2 Meter rum. Die hier haben jetzt alle 3 Meter. Also von dem her, es ist ein Meter weniger, was ich pro Linie habe. Also ist wieder schön. Da werde ich aber nicht alles komplett mit euch machen. Genau, vielleicht fange ich an und mache dann offline weiter und höre wieder auf mit euch, je nachdem. Sehe ich dann. Genau, das sehe ich dann, wie wir Lust haben, wie wir alle Lust haben. Oder wie ich dann auch Lust habe mit dem Team. Mit diesen Stoppelkurz und diese Fruchtzerstörung, das ist schon heftig jetzt hier. Das schaut schon geil aus. Dann sind wir da nur noch ein, zwei Bahnen und dann haben wir das noch auf die andere Feld noch. Ein bisschen Arbeit ist noch.
was wir mal irgendwie noch auftreiben müssten, wären Tritikale für die oder Rocken für die Hühner. Das geht uns auch bald mal aus, aber ich glaube, ich habe sogar noch was drin. Ich weiß es gar nicht. Haben die schon was gefuttert? Müssen wir mal schnell im Tablet nachschauen. Ob wir da vielleicht mal was nachschütten könnten. Gut, das ist nicht viel. Ja, gut. Ja, natürlich, durch die Videos komme ich nicht so immer auf die Schnelle so weit. Genau. Mal immer bloß eine Stunde beim Vorbereiten und das spult natürlich nicht so viel, dass die Tiere dann auf die Schnelle was wegfuttern. Hier sieht man es am allerbesten beim Mais. Ich bin überlegen, was ich jetzt hier anbauen soll. Als großes Feld möchte ich jetzt nochmal Mais machen. Mais brauche ich aber trotzdem noch. Oder ich mache Gras draus. Bin ich mir noch nicht sicher. Also eigentlich wurscht, ob ich jetzt Mais-Silage oder Gras-Silage habe. Und ja gut, Mais macht halt auch natürlich Spaß mit dem Häcksler. Aber dauert halt viel, viel länger als Gras. Wäre so ein kleines Feld mit Mais, ob sich das rentiert, das ist das nächste. Weil hier, die sind zwar nicht gerade klein, aber auch nicht so groß wie das drübere. Und ja, ich werde wahrscheinlich da drüben eventuell Tritikale, Rocken oder sowas ansehen, dass ich einen Haufen für die Hühner habe. Da brauche ich ja einiges. Und ja, ich brauche Weizen, Gerste werde ich auf alle Fälle ansehen. Nur wo? Ich werde sowieso noch zukaufen müssen. Bei den anderen Händlern, anderen Bauern oder auch beim Händler. Also von dem her reichen wird es uns erst ab der nächsten Ernte richtig alles. Je nachdem halt, was die Tiere auch futtern. Das ist ja immer die Frage, was futtern die Tiere alles? Im Moment bin ich eigentlich nur machen für die Tiere, dass das denen gut geht. Und so Geld verdienen oder sowas mit Aufträgen oder so, bin ich im Moment noch gar nicht dran am Denken. Das können wir eigentlich immer eh bloß Fuß machen, so bis um 11, 12. Weil wenn ich das sehe, sind wir jetzt fertig, dass die Flut ja dann ist. Wenn ich auf einer anderen Insel, auf der anderen Hallig abliefern muss, kann ich das ja gar nicht. Also bringt mir der Auftrag im Moment nur in der Früh was, wo ich den auch in der Früh machen kann. Von dem her. Oder ich kann dann nachmittags bearbeiten und dann am Abend wegfahren oder in der Früh dann wieder. Das ist halt auch immer ganz unterschiedlich. Ich mich glaube ich leichter, wenn ich jetzt hier einmal hoch vor und vorne einmal runter vor. Dann drüben mit dem Hochheben dann auch leichter.
Weil dann immer so aufpassen muss. Die Breite passt perfekt, wie es ausschaut. Ja. Muss wieder ein bisschen was von mitnehmen, aber das ist ja egal. Mache ich jetzt einfach gleich durch schnell. Ja, machen wir jetzt einfach durch kurz. Ja, nimmt ja sowieso jetzt alles mit. Dann wächst es wieder auch noch gescheit durch und dann passt es. Genau. Ja, aber mit diesen schönen Bildern sage ich euch wieder ein recht herzliches Dankeschön, dass ihr mir wieder diese knappe, ja, unter einer Stunde über die Schulter geschaut habt. Ein recht herzliches guten Morgen, guten Abend, guten Tag, gute Nacht, je nachdem, wann ihr dieses Video geschaut habt oder anschaut, genau. Wir sehen uns bei diesem Projekt, wir sehen uns bei meinen anderen Projekten. Euer Pat7575. Tschö, tschö.